meine Lieben, heute kommt ein etwas anderer Vlog. Und zwar sind wir gerade voll unter Stress mit den Motorrädern. Hier, seht ihr? Ich habe sogar die Mel auf dem Arm. Oh, die kleine Mr. Mercy. Voll unter Stress. Ein bisschen weitergefahren. Also von meinem Heimatort ein bisschen weitergefahren. Heute gibt es einen Vlog für euch. So, bla bla bla. Und zwar treffen wir heute Magic Things. Die hat auf Instagram gestern bekannt gegeben, dass sie in der Nähe ist, dort wo ich wohne jetzt, also umgezogen bin. Und damals hat sie in der Nähe von meinem alten Haus gewohnt. Jetzt ist sie in der Nähe, also sie ist gerade in die Nähe gekommen, wo ich jetzt wohne. Kompliziert, okay. Habt ihr es verstanden? Ich hoffe es schon. Und zwar sind wir gerade mit dem Motorrad gefahren. Und wir haben sie gerade schon gesehen. Also sie wollte hier in diesen Action, das ist so ein neuer Laden. Und da wollte sie heute rein und hat es auf Instagram gesagt. Und ich dachte mir, okay, da fahren wir locker hin, kein Problem. Und jetzt haben wir sie gerade verpasst. Also sie ist gerade zu McDonald's darüber. Seht ihr das? Oh, wo ist das? Da ist McDonald's und da ist sie gerade reingegangen. Aber wir mussten natürlich erstmal parken mit unseren Motorrädern hier. Und deswegen haben wir sie noch nicht gesehen, aber ihr Auto steht direkt neben uns fast. Das silberne da vorne. Das größere silberne, das dritte. Das ist ihr Auto, das heißt wir stehen relativ nah bei ihr. Und sie sind auch gerade aus dem Auto raus und dann zu Macis. Also sie werden da jetzt wohl kurz essen und dann werden sie wohl nach Action reingehen. Ich wollte heute auch unbedingt nach Action mal rein. Ich kenne den Laden noch gar nicht. Und ja, die Mel ist dabei. Und wir wollten heute mal sozusagen vloggen, wenn wir die ja, Magic Things mal sehen. Sehr interessant. Sie hat auf jeden Fall Marleen dabei. Maris im Kinderwagen und noch jemanden habe ich nicht gesehen. Vielleicht Mara noch, ich weiß es nicht. Ja, Felix ist natürlich auch am Start. Wie sagt Blackout immer am Stissel? Ja, 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 also die Mel ist dabei und ich möchte heute unbedingt mal, dass, weil ich schreibe ja schon privat mit Magic Things auch und ich war auch schon mal bei ihr zu Hause und wir haben ihr auch Babykleidung abgekauft. Ja, und ich wollte jetzt heute einfach mal, dass ich sie, die süße Mel auf dem Arm nimmt und dass wir sie einfach mal sehen und heute vielleicht ein bisschen mehr mit ihr quatschen können, weil letztes Mal, als wir bei ihr waren, war das leider sehr knapp. Ja, mal schauen, wer auch noch so alles kommt. Es haben auf Instagram ziemlich viele zugesagt, dass sie herkommen. Aber mal sehen. Ich finde es auf jeden Fall voll cool, dass wir jetzt hier sind und wir sie schon gesehen haben. So, und wir warten jetzt hier mal. Wir haben leider keinen Hunger. Ich glaube, wenn wir jetzt da reingehen und sie beim Essen stören, ist es ziemlich doof. Also das machen wir lieber nicht. Wir warten jetzt hier und dann werden wir mal Hallo sagen und ein paar Fotos machen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch vloggen darf. Ich könnte sie ja mal fragen, aber irgendwie ist mir das auch ein bisschen peinlich. Ja, ich bin ja noch ganz eigen. Ich finde es auch ziemlich komisch, dass hier, dass mir alle zugucken, weil ich mit meiner Kamera rede. Das ist natürlich wieder sehr toll. Aber sie vloggt ja selber, ne? Was? Sie vloggt ja selber, was dagegen haben wird sie nicht. Ja gut, was dagegen haben wird sie nicht, aber mir ist es peinlich. So, da ist diese Mausi. Die hat die Fahrt sehr gut überstanden. Bisschen wie so staubig, Mausi-Bär. Die hat ihren wunderschönen Strampler an und die schöne Schnullerkette verlinke ich euch wie immer in der Infobox. Also findet ihr schon standardmäßig bei uns in der Infobox die tolle Schnullerkette? Ich glaube, das waren gerade Fans von Magic Things, die haben so komisch geguckt. Also nicht, dass alle Fans von Magic Things komisch gucken oder so, ne? Du bist ja auch ein Fan von Magic Things, du guckst nämlich auch komisch. Ja gut. Wie gesagt, wir werden jetzt kurz warten und dann melden wir uns auf jeden Fall. Und sonst blende ich euch Bilder ein. Wir werden auf jeden Fall Bilder machen mit ihr. Hallo meine Lieben! Ja, wir sind schon wieder zu Hause und es ist auch schon nächster Tag. Ja, aber ich dachte mir, dass ich heute auf jeden Fall noch den Vlog beende und euch auf jeden Fall noch ein bisschen was erzähle. Ja, übrigens haben wir auch was gekauft bei Action. Das zeige ich euch mal. Es hängt nämlich schon in meinem Babyzimmer und ist so schön. Es ist, also Action ist für Deko und so wirklich ein toller Laden, finde ich. Ich kannte den vorher gar nicht. Und ja, es ist auf jeden Fall ein schöner Laden. Könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Und so haben wir ein Vogelhaus gekauft. Schaut mal. Das ist voll groß, also ist fast so groß wie mein Kopf. Und es ist grau, der gleiche Farbton wie unsere Wand, so ein bisschen. So, das Vogelhaus ist ein bisschen heller. Und hier oben als Dach hat er so Baumrinde, finde ich richtig schön. Also total hochwertig auch irgendwie. Also finde ich voll gut gemacht. Es sieht voll süß aus. Und dann oben hat es noch so ein Band zum Aufhängen. Finde ich voll schön. Und das Ganze hat nur 88 Cent gekostet. Finde ich super. Also klar, Produktionskosten werden für die nur 5 Cent oder so sein, denke ich mal. Aber trotzdem total günstig. In anderen Läden bezahlt man dafür direkt 3-4 Euro oder so. Finde ich sehr schön. Und das wird entweder hier hin hängen, hier so an die Decke so, und dann hier so hängen.
Oder hier so in die Ecke. Wollte ich das gern haben. Im Moment hängt es halt an unserer Gardine. Und sieht hier schon mal schön aus, ein bisschen. Ja, finde ich aber echt total schön. Vielleicht mache ich es auch hier in die Mitte, in die Gardine. Hier ist ja immer das Mobile, was immer sehr zerfetzt aussieht, weil ich immer das Fenster aufmache. Ja, mal sehen, was kommt. Ja, auf jeden Fall, die Kleinen kann ich euch ja auch mal zeigen. Die liegen hier nämlich im Bettchen. Der Emil liegt da, süße Mann. Und die Mel liegt hier auch, ganz süß im Body, beide. Total süß, oder? Ich liebe das, wenn Mel nur ein Body anhat, weil ich ihre Beine so wunderschön finde. Ja, Babys schlafen bei mir im Moment, weil es ist sehr warm. Wir haben so ein bisschen Sommerwetter wieder. Und dann schlafen die immer nur in Body und Socken bei mir. Ja. Das Bett haben wir jetzt im Livestream sauber gemacht, ein bisschen aufgeräumt. Und ja. Ja, was kann ich zu dem Treffen von Magic Things erzählen? Ja, es ist natürlich ein bisschen doof, dass wir kein Foto oder so gemacht haben. Aber es war einfach das Problem, dass... sie meinte, sie ist gegen 14 Uhr da. Wir waren ungefähr 10 nach 2 waren wir in Rheinfeld wegen der Umleitung, wegen einem Unfall. Und ja, aber sie war dann doch schon wohl etwas früher, viel, viel früher da. Und deswegen ja, hatte sie keine Zeit mehr. Sie war ja, die waren noch eher essen bei McDonald's, habe ich euch ja erzählt. Und danach sind sie direkt ins Auto und wir haben nur kurz Hallo gesagt und sie meinte dann, ja, dich kenne ich doch, du warst doch bei mir und hast Babykleidung gekauft. Und habe ich so gesagt, ja. Und dann hat sie mich gefragt, wie es mit meinem Hobby läuft. Dann habe ich gesagt, ja, das ist gut, toll, dass du dich daran erinnerst und so. Das fand ich wirklich toll, das Gespräch. Mara und Marlene waren ja ziemlich genervt. Ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Sie waren nicht, also da kamen dann noch zwei kleine Kinder, die dann noch Fotos gemacht haben mit Marlene und Mara. Und die waren irgendwie nicht so glücklich, habe ich das Gefühl gehabt. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen oder so, aber ich glaube, die waren schon ein bisschen genervt von dem ganzen Trubel. Ja, und wir haben dann einfach nicht mehr viel Zeit gehabt. Ich wollte noch ein Foto machen, aber irgendwie, die waren dann schon alle im Auto und dann wollte ich auch nicht mehr stören. Und dann, ja, irgendwie, das war alles irgendwie doof. Und ja, ich finde es irgendwie... Ich war danach ziemlich traurig über mich selber, weil ich mich einfach nicht viel getraut habe. Ich hatte ja die Mail dabei, ich hätte die Mail zeigen können. Ich hätte ja einfach mehr machen können mit Magic Things, aber irgendwie, ja, ich bin es halt auch noch nicht so gewohnt, ne? Und ja, jetzt habe ich sie gestern angeschrieben auf Instagram. Wir schreiben ja öfters. Und habe sie gefragt, ob sie eventuell ein Video für mich drehen könnte. Und sie meinte, dass sie es auf jeden Fall überlegt nach dem Umzug, weil sie im Moment so viel zu tun hat. Hallo Felix. Ja, sie hat im Moment so viel zu tun und deswegen überlegt sie sich das nach dem Umzug, wenn sie ein bisschen mehr Zeit hat. Ja, ich hoffe, das klappt. Das wäre nämlich der Oberhammer. Wenn, ja, stellt euch mal vor, sie auf meinem Kanal... ein Video extra nur für mich. Das wäre doch cool. Ja, mal sehen. Wie gesagt, überlegt sich das. Das Problem ist auch, dass sie so viele Nachrichten bekommt, dass meine Nachrichten immer irgendwie runter. So, wie nennt man das, Schatz? Wenn meine Nachrichten. Oh, es gibt ein bestimmtes Wort dafür. Untergehen, genau. Ja, sie hat aber damals zu mir gesagt, das macht sie, weil sie einfach nicht so viel Zeit hat, allen zu antworten. Sie möchte aber gern alles lesen, aber kann nicht jedem antworten. Das hat sie mir gesagt. Weil sie ihre Kinder nicht vernachlässigen möchte durch YouTube. Das hat sie mir gesagt und ja, kann ich voll verstehen. Ich merke es selber. Ich habe jetzt so wenig Abonnenten, sie hat 100.000 genau. Und ich denke schon, dass es echt viel ist. Ja, mal sehen. Also... ich mal schauen, was das jetzt nach dem Umzug sagt. Also ich schreibe ihr auf jeden Fall so Ende September nochmal, dann wird sie mit dem Umzug ungefähr durch sein. Und ja, dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Es wäre super cool, wenn sie das machen würde. Es würde mich riesig freuen. Es wäre der absolute Hammer. Und ja, mal sehen. Vielleicht machst du ja nochmal irgendwie ein Treffen in der Nähe oder so.
Dann werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr mit ihr reden und vielleicht ein bisschen früher losfahren. Mal sehen, ja. Gut, und das war's auch. Ich habe wirklich von diesem Vlog mir mehr erhofft. Aber ja, es ist halt nun mal so. Ich wollte euch trotzdem ein bisschen mitnehmen. Und ja. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Aber ich wollte euch gerne alles erzählen. Ich zeige euch nochmal die Mail. Die Mail, liebe Maus. Das kleine Baby. Die ist so süß. Ja, und dann würde ich Tschüss sagen. Was habe ich hier? Bis zum nächsten Mal und...